eigentlich in den letzten 3 Jahren auch eine Schwäche. Entweder weil die AfD unterschätzt worden ist oder weil viele auch Journalistinnen und Journalisten oder auch Talkshow-Betreiber sich offensichtlich nicht die Mühe gemacht haben, sich intensiv mit der Programmatik der AfD zu beschäftigen, sondern im Grunde der Medienstrategie der AfD auf den Leim gegangen sind, dass sie nämlich die medial lancierten Provokationen, die die AfD in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass sie darauf reagiert haben und nicht im Grunde selber versucht haben, den Ton vorzugeben und die Kritik in den Vordergrund zu stellen, die man berechtigterweise an der AfD leisten kann. Da haben wir einen enormen Aufholbedarf aus meiner Sicht. Ich meine, gut, wer liest sich schon Parteiprogramme durch? Das Grundsatzprogramm der AfD jetzt hat 96 Seiten, das Europawahlprogramm hatte 100 Seiten, aber wenn wir wirklich qualifiziert den Argumenten der AfD gegenübertreten wollen, dann müssen wir uns der Mühe unterziehen, uns wesentlich intensiver mit bestimmten inhaltlichen Positionen auseinanderzusetzen. Und deswegen ist der Schwerpunkt heute auch die wirtschafts- und sozial- und steuerpolitischen Vorstellungen der AfD, weil man genau an diesem Punkt ihnen nicht nur die Maske vom Gesicht reißen kann, sondern sie wirklich argumentativ auseinandersetzen kann, gerade wenn man zu den abhängig Beschäftigten und nicht zu den Reichen und Superreichen in dieser Gesellschaft zählt. Und dazu möchte ich heute schwerpunktmäßig Ausführungen machen, ganz kurz zum Schluss vielleicht zur Medienstrategie der AfD. Ich möchte meinen Vortrag gerne beginnen mit einer ganz kurzen Geschichte oder es ist eher eine Episode, so kurz es ist. Man stelle sich vor, es sitzen 3 Männer an einem Tisch. Der eine ist Ökonomieprofessor und Mitglied der AfD, der andere ist Arbeitsloser und der dritte ist ein Flüchtling. Auf dem Tisch liegen 20 Kekse. Der Ökonomieprofessor nimmt sich 19 und sagt dem Arbeitslosen, pass bloß auf, dass der Asylant dir nicht deinen Keks wegnimmt. Ich glaube, der Kern dieser Geschichte wird schon deutlich. Ich werde genau diese Strategie und diese Herangehensweise, wie sie von der AfD gefahren wird, die werde ich in meinem Vortrag hier illustrieren. Falls einige jetzt etwas verwirrt sind und denken, sie sind in einer falschen Veranstaltung, das ist aus einem anderen Vortrag, den ich gehalten habe, aber mir war es wichtig, zum Einstieg das Bild von Christian Putin hier kurz einzublenden, weil das nämlich der Kandidat der AfD war in dem Wahlkreis, in dem ich auch lebe. Christian Putin hat zur Bundestagswahl 2013 kandidiert und das hat natürlich mein Interesse hervorgerufen, mich überhaupt mit der AfD zu beschäftigen. Christian Putin hat dann eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Er war auch Kreisvorsitzender, ist dann Anfang 2014 vom Kreisvorstand zurückgetreten mit der bemerkenswerten Begründung, wörtlich, er wollte gerne mal wieder einen saufen gehen und Witze machen über Dicke und Schwule. Das ist bei uns in der Region dick durch die Presse gegangen. Er ist dann aus der AfD ausgetreten, weil er meinte, das wären sowieso nur Schönwetterprediger und hat sich dann so der GIDA-Bewegung angeschlossen, hat unter anderem in Hannover als Moderator der Hagida-Veranstaltung Januar 2015 versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Er hat unter anderem gesagt, er wäre kein Rassist, denn er wäre ja mit einer wörtlich Halbnegerin verheiratet, die er gelegentlich auch als sein Negerküsschen bezeichnet. Er hat andere Äußerungen gemacht, in dem Sinne, er hätte Lust, auf die nächste Demo mit dem Knüppel zu gehen und wörtlich den Wichsern so lange in die Fresse zu schlagen, bis sie nach Mutti schreien. Er hat gesagt, er tritt wieder in die AfD ein, wenn Björn Höcke Parteivorsitzender wird, was ja nicht ganz ausgeschlossen ist. Wenn man sich die Situation von Frauke Petri anschaut, ganz aktuell, an deren Stuhl ja schon gesägt wird. Höcke hat übrigens gesagt, auf dem Verwaltungsparteitag, als Petri sich gegen Lucke durchgesetzt hat, gegen Bernd Lucke, in einem Jahr ist die Alte auch weg. Gut, es wird vielleicht etwas länger dauern, aber es gibt schon Ambitionen. Im Moment wird sogar spekuliert schon, wer Nachfolgerin werden könnte. Von Frauke Petri. Es wird Gauland genannt, es wird Alice Weidel genannt, es wird sogar Herr Paul Hampel hier aus Niedersachsen, der Landesvorsitzende der AfD, genannt. Klar ist, dass die AfD sich zunehmend mehr nach rechts entwickelt und positioniert. Das Sahnehäubchen ist, dass Christian Putin als Vertreter in den Landesschulelternrat gewählt worden ist für den Bereich Berufsschulen und auch keine Aktivitäten unternommen worden sind, ihn aus dem höchsten
Vertretungsgremium der Eltern schulpflichtiger Kinder hier in Niedersachsen wieder zu entfernen. Im Gegenteil, wir als GEW Courage gegen Rechtskommission hier in Niedersachsen haben versucht, auf den Landeselternrat einzuwirken. Und der Vorsitzende des Landeselternrates, in Klammern übrigens ein SPD-Mitglied, auch Mitglied im Unterbezirk der SPD, der hat uns vorgeworfen, dass wir nicht Antidemokraten wären, weil wir eben diese Wahl von Putin nicht anerkennen würden und jetzt versuchen würden, da Druck aufzubauen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann angeguckt, was im Bundestagswahlkampf 2013 Putin so öffentlich vertreten hat. Ich habe dann auf seiner Homepage gelesen, und da geht es in den wirtschaftspolitischen Bereich hinein und in den ökologischen Bereich. Er hätte in der Schule gelernt, dass CO2 wichtig wäre für die Pflanzen. Umso mehr CO2 wäre, umso positiver. Von daher wäre diese ganze Umweltdebatte und die Behauptung, es würde einen Klimawandel geben, wäre ein Mythos. Ich habe mir in der Situation gedacht, naja, die AfD, die gibt es noch nicht so lange. Die tritt an zur Bundestagswahl und existiert gerade so 5 Monate. Und vielleicht hatten sie Probleme, geeignete Kandidaten zu finden in jedem Wahlkreis. Und da haben sie dann möglicherweise bei uns in der Region auf diesen Christian Putin zurückgegriffen. Ich habe dann begonnen, mich mit den energiepolitischen Positionen der AfD zu beschäftigen, weil ich zunächst dachte, also der Putin, der wäre so verpeilt und wüsste nicht, was die AfD eigentlich wesentlich vertritt, bin dann aber auf die Energieplanungsgruppe der AfD gestoßen und habe da unter anderem solche Formulierungen gefunden. Also die Anstrengung, Deutschland CO2 einzusparen, das hätte ungefähr so viel Wirkung, als würde eine 3-jährige Pippi in einem Baggersee machen. Dann Herr Schrägle, der sagt, ein Einfluss auf das Klima ist nicht möglich. Und Herr Limburg, nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit. Das heißt, es war und ist die offizielle Position der AfD zu leugnen, dass es einen Klimawandel gibt. Ich glaube nicht, dass ich hier begründen muss an diesem Punkt, dass das absoluter Unsinn ist, was dort von der AfD vertreten wird, sondern entscheidender ist, wie kommen die zu dieser Position? Und im neuen Grundsatzprogramm der AfD stehen genau diese Thesen auch, die hier ansatzweise schon zitiert sind. Es heißt dort in dem am 1. Mai jetzt beschlossenen Grundsatzprogramm der AfD, das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert. Kohlendioxid ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil alles Lebens. Seit die Erde eine Atmosphäre hat, gibt es Kalt- und Warmzeiten. Die deutsche Regierung unterschlägt die positive Wirkung des CO2 auf das Pflanzenwachstum und damit auf die Welternährung. Je mehr es davon in der Atmosphäre gibt, umso kräftiger fällt das Pflanzenwachstum aus. Das hätte von Putin kommen können, also diese Formulierung in dem Grundsatzprogramm. Wichtig ist jetzt, die Hintergründe zu sehen. Der Michael Limburg ist Vizechef von EIKE. EIKE, hinter dieser Abkürzung verbirgt sich das Europäische Institut für Klima und Energie. Und das ist ein Zusammenschluss von knallharten Leugnern des Klimawandels. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass zu dem letzten oder möglicherweise jetzt vorletzten Jahreskongress von EIKE, der Utz Tillmann eingeladen wurde. Utz Tillmann ist Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Chemieindustrie. Der Utz Tillmann hat unter anderem in dem Interview auch gesagt, Deutschland droht eine Entindustrialisierung, wörtlich eine Entindustrialisierung, wenn diese Umweltschutzmaßnahmen, wie sie angegangen werden, weiter durchgeführt werden. Er weist darauf hin, dass die deutsche Industrie nicht mehr exportfähig wäre und unter Konkurrenzdruck geraten würde, wenn dieses erneuerbare Energiegesetz weiter fortgeführt würde. Man sieht daran deutlich, dass eine Argumentation ist, diesen Klimawandel abzulehnen und zu leugnen, um Energie Versorgungsunternehmen, die ja gerade durch die Abschaltung von Atomkraftwerken in die Krise gekommen sind, aber auch große Konzerne sozusagen zu schützen und deren Kostenminimierung voranzutreiben, indem man sagt, weg mit dem erneuerbaren Energiegesetz, weg mit dem Zertifikatsystem, das man also für bestimmte Verschmutzungsrechte kaufen muss, wenn man beispielsweise ein Kohlekraftwerk betreibt, um eben finanzielle Vorteile dadurch zu erringen.
bringen. Diesen Standpunkt vertritt die AfD wirklich in extremster Form, allerdings verbunden mit der sozialen Demagogie, in dem gesagt wird, dass man ja für die Interessen der kleinen Leute eintritt. Und durch dieses erneuerbare Energiegesetz würde halt der Strompreis steigen und das könne ja nicht sein, dass nur wenige davon profitieren, indem Bürgergesellschaften Windräder hinstellen oder eine eigene Solaranlage aufs Dach installieren und so weiter. Damit wird ja immer argumentiert, im Interesse des Volkes müsste man eben Schluss machen mit diesem ganzen Klimaschutzquatsch. In Baden-Württemberg sind sie in ihrem Landtagswahlprogramm für ein Moratorium, für ein 10-jähriges Moratorium eingetreten. Das heißt ja, dass erstmal die Sachen so eingefroren werden auf dem Niveau, wie es jetzt der Fall ist. In diesem neuen Grundsatzprogramm wird eben eine Mischung aus Leugnung des Klimawandels und sozialer Demagogie für die armen Leute, für die der Strom nicht mehr bezahlbar ist, versucht zu installieren in der Argumentation. Was da natürlich unter anderem vollkommen unterfällt, ist die Tatsache, dass die Luftverschmutzung allein in Europa Milliardensummen kostet. Hier gibt es eine Schätzung aus dem Jahr 2012, die besagt, zwischen 59 und 189 Milliarden berechnen sich die Schäden dadurch, dass eben keine durchgreifenden Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden. Und die Hälfte dieser Kosten, die anfallen, gehen auf das Konto der untersuchten 14.000 Industrieanlagen. Ein Viertel der 30 größten Luftverpester, hauptsächlich Kohlekraftwerke, sind in Deutschland. Und es ist ja gegenwärtig so, dass längst abgeschriebene, wirklich dreckige Braunkohlekraftwerke, dass die noch am Laufen sind, weil man als Ausgleich für diese Luftverschmutzung diese CO2-Zertifikate, also die Verschmutzungsrechte, kaufen kann. Und diese CO2-Zertifikate sind derartig billig, dass man sich diese Verschmutzungsrechte kauft, es sich trotzdem lohnt, noch die dreckigen Braunkohlekraftwerke am Laufen zu halten. Von den 5 dreckigsten Braunkohlekraftwerken in Europa stehen 3 in Deutschland. Dass es so weitergeht, dafür tritt die AfD ein. Das vielleicht so als erster Einstieg, so in die Interessensschienen, die die AfD vertritt und den Lobbyismus, den sie im Grunde betreibt, in diesem Falle im Sinne der Energieversorgungsunternehmen und der großen Industriekonzerne. Diese Argumentation, ich habe das mal in Bremen in der Veranstaltung erlebt, da war der Pressesprecher der AfD und der sagte, ja wieso, das Klima, das ändert sich sowieso permanent, erdgeschichtlich, menschheitsgeschichtlich, das ist richtig. Nur was er nicht erwähnen wollte oder vielleicht auch nicht wusste, der Temperaturanstieg in den letzten 200 Jahren, und man kann sagen, seit Beginn der Industrialisierung in England ab 1780 etwa, Beginn der Industrialisierung in Deutschland eher ab 1850, dieser Temperaturanstieg, der hat davor 200.000 Jahre gedauert und jetzt nur noch 200 Jahre. Insofern ist es ganz offensichtlich, dass natürlich durch die Industrialisierung dieser Temperaturanstieg und nicht irgendwelche natürlichen Prozesse dafür verantwortlich sind. Aber nach wie vor behauptet die AfD das, wie hier im Wahlkampfprogramm in Baden-Württemberg. Ich möchte auf einen anderen Aspekt eingehen und der betrifft eigentlich uns alle und auch den Staatshaushalt. Wenn wir uns das Steuerkonzept der AfD anschauen, sie reden in dem Grundsatzprogramm nebulös davon, sie wollten jetzt das Steuersystem massiv vereinfachen und einen Stufentarif einführen. Nur sie sagen eigentlich nicht konkret, was sie wollen damit und was sie erreichen wollen. Sie wollen das Kirchhoff-Steuermodell einführen. Paul Kirchhoff war ja Bundesverfassungsrichter bis 1999, dann war Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und der Allianzversicherung. Paul Kirchhoff hat ein Steuermodell entwickelt unter dem Label extreme Steuervereinfachung. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Formulierung Steuererklärung, die man auf dem Bierdeckel machen kann. So einfach ist sie. Paul Kirchhoff hat auch ein Stufenmodell entwickelt und zwar Steuersätze von 15, 20 und 25%. So, und dann war Schluss. Höchststeuersatz 25%.
Vielleicht weiß jemand, wie hoch im Moment der Spitzensteuersatz oder der Höchststeuersatz ist. Der ist ja schon gesunken im Laufe der letzten 20 Jahre, aber ich glaube nicht, dass jemand von euch so den Spitzensteuersatz bezahlt. 42 und dann gibt es noch eine kleine Stufe weiter, diesen reichen Steuersatz, wie er heißt, der ist 45%. Das ist das gegenwärtige Steuermodell. Die AfD will den Steuersatz für die Reichen und Superreichen, für die Spitzenverdiener auf 25% senken. Professor Hickel aus Bremen, der Ökonom, hat ausgerechnet, erstmal hätte das zur Folge, dass 42 Milliarden Euro weniger in den Staatssäckel kommen würden und in den Folgejahren jeweils 20 Milliarden Euro durch die Senkung des Spitzensteuersatzes. Was hier jetzt nicht steht, aber was notwendigerweise zu ergänzen ist, diejenigen, die 1 Million Euro im Jahr verdienen, die zahlen dadurch 160.000 Euro weniger an Steuern. Das ist das Steuerkonzept der AfD, wobei die Sache verkauft wird mit dem Argument, dass alle Ausnahmeregelungen, die ja jetzt in unserem komplizierten Steuersystem enthalten sind, dass die alle wegfallen sollen. Aber was bedeutet das? Und das ist jetzt wieder aufgelistet, das heißt diejenigen, die niedrigen Steuersatz für ihre Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit leisten, dass diese geringen Steuerermäßigungen für diese Sondereinsatzzeiten, dass sie wegfallen. Und auch die Entfernungspauschale, die man ja bei der Einkommensteuererklärung oder bei der Lohnsteuererklärung anrechnen kann. Ich selbst hatte immer einen sehr langen Arbeitsweg von hin und zurück, ungefähr 75 Kilometer am Tag. Und das hat sich natürlich steuermindernd ausgewirkt. Also auch diese Möglichkeiten sollen wegfallen. Das heißt, wenn tatsächlich dieses Kirchhoff-Steuermodell eingeführt würde, dann würden nicht nur die Superreichen deutlich weniger Steuern zahlen, sondern dann würden die Normalarbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mehr Steuern zahlen, dadurch, dass ihre Entlastungen, ihre, wie sie es nennen, Ausnahmen wegfallen. Es ist interessant, wie verklausuliert das zum Beispiel im Bundesprogramm der AfD, beziehungsweise auch, ich habe mir mal diese Grundsatzerklärung der AfD hier im Heidekreis angeguckt, dieses Positionspapier der Alternative für Deutschland. Das ist übrigens ohnehin sehr inhaltsarm, ja im Grunde ziemlich zusammengeklaubt. Da heißt es, wir wollen Steuersätze, die Leistung auch für die Gesellschaft belohnen. Das ist deren zentrale Aussage. Leistung für die Gesellschaft, die sollen steuerlich belohnt werden. Wobei ich mir denke, diejenigen, die hauptsächlich Finanzmarktspekulationen machen, die Frage, ob die noch belohnt werden müssen über diese Kirchhoffsteuer. Und dann wird man noch konkret, deshalb sind Familien grundsätzlich gleichgeschlechtlichen oder anderen Lebensgemeinschaften steuerlich zu bevorzugen. Also auch das wird unter Leistung gefasst, wenn also Mann und eine Frau verheiratet sind, das ist eine größere Leistung, als wenn Lesben oder Schwule eine Partnerschaft eingehen. Also auch hier kommt eigentlich so die Homophobie in der Steuergesetzgebung durch, aber das ist in dem Zusammenhang vielleicht so ein Nebenaspekt, wo man auf diese Gruppe auch noch einschlägt. Das also soweit zu den Kirchhoff-Modellen und zu den steuerpolitischen Vorstellungen. Das scheint mir wichtig zu sein in der Auseinandersetzung mit der AfD, dass man sie genau darauf anspricht. Denn das ist der Kern ihrer Programmatik. Also eine Politik zu betreiben im Interesse der Reichen, der Superreichen und wie wir an der Klimageschichte gesehen haben, auch der großen Konzerne, die noch weiter entlastet werden sollen. Wobei die meisten ja sowieso von der EEG-Zulage befreit sind. Die meisten Großbetriebe. Herr Schäuble hat sich ja weitgehend durchgesetzt, dass Betriebsvermögen von 26 Millionen bei der Vererbung steuerfrei gestellt werden, beziehungsweise bis zur Erhöhung auf 52 Millionen. Dass natürlich für Privaterben große Freibeträge auch durchgesetzt werden soll, insbesondere auf Initiative von Seehofer ist die Sache ja nochmal verbessert worden. Über die Erbschaftssteuer geredet, Vermögenssteuer gehe ich gleich drauf ein. Zur Erbschaftssteuer. Die AfD tritt dafür ein, und das steht auch im Grundsatzprogramm hier, und Alice Weidel, die Leiterin der Programmkommission der AfD für dieses Grundsatzprogramm, hat das nochmal explizit auch in Interviews auf ihrer Homepage gesagt, die AfD tritt dafür ein, dass die Erbschaftssteuer insgesamt abgeschafft wird. Was bedeutet, dass die Reichen und Superreichen, sie möglicherweise Millionen Erben sind, nichts an die Staatskasse abführen müssen.
Erbschaft ist leistungsloses Einkommen. Vielleicht hat man Glück, dass man reiche Verwandte hat, dass man superreiche Eltern hat. Und wenn die sterben, erbt man deren Vermögen, ohne im Grunde was dafür getan zu haben. Wir erinnern uns, in ihrem steuerpolitischen Programm wird gesagt, diejenigen, die was leisten, die sollen steuerlich belohnt werden. Das gilt offensichtlich bei der Frage der Erbschaftssteuer nicht, sondern ja, da treten sie wieder mal für die Interessen der Reichen ein, dass dieser Satz wegfällt. Es ist so, dass durch die Erbschaftssteuer pro Jahr, es war so, dass im Jahre 2013 4,2 Milliarden Euro durch die Erbschaftssteuer in die Staatskasse geflossen sind. Das ist schon erstaunlich geringer Betrag, 4,2 Milliarden Euro, weil aktuell pro Jahr in Deutschland Vermögen im Umfang von 250 Milliarden Euro vererbt werden. Also man sieht, dass die gegenwärtige Regelung der Erbschaftssteuer schon sehr entgegenkommt den Besitzenden. Aber selbst dieser Betrag ist der AfD noch zu viel und treten dafür ein, insgesamt diese Steuer abzuschaffen. Gleiches gilt bei der Debatte um die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Die Vermögensteuer ist ja aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes von 1996, wo kritisiert wurde, dass das Verhältnis von Immobilienvermögen zum beweglichen Vermögen in der Berechnung der Vermögensteuer nicht ausreichend in Beziehung gesetzt wurde. Das Bundesverfassungsgericht angemahnt hat, eine Neuregelung zu beschließen. Das hat dazu geführt, dass ab 1997 in Deutschland überhaupt keine Vermögensteuer mehr erhoben wurde. Das heißt, die nachfolgenden Bundesregierungen haben im Grunde das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ignoriert, die ja eine Neuregelung angemahnt haben und haben gesagt, okay, die Sache ist so schwierig und so umstritten, dann erheben wir gar keine Vermögensteuer mehr. Es gibt im indirekten Sinne eine Steuer für Besitzende durch die Grundsteuer und durch bestimmte geringfügige Luxussteuern. Das ist aber, wenn wir uns angucken, welche Beträge in Deutschland dadurch erwirtschaftet werden, entspricht das noch nicht mal der Hälfte der Vermögensteuer, wie sie im Durchschnitt in den anderen OECD-Staaten erhoben werden. Es gibt eine ganz aktuelle Berechnung, wie viel in die Staatskasse fließen würden, wenn ein Steuersatz von 1% Vermögensteuer, natürlich mit den entsprechenden Freibeträgen, das ist vollkommen klar, in die Staatskasse fließen würden. Und man hat Folgendes ausgerechnet. Bei einem Freibetrag von 1 Million, 1 Million Euro Besitz wird überhaupt nicht besteuert, der ist frei, dass der Staat Einnahmen von knapp 23 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaften würde, dass bei einem Freibetrag von 2 Millionen und eines Betriebsvermögensfreibetrags, also wenn man eine Firma hat, bis 5 Millionen vom Wert, dass dann immerhin noch 11 Milliarden pro Jahr an Vermögensteuer für die Staatskasse anfallen würden. Auch das lehnt die AfD ab. Also da sieht man auch eben die Interessensgebundenheit. Übrigens, auch die Rente mit 63, wenn man 45 Jahre voll gearbeitet hat, wird vehement abgelehnt. Man sagt, das Rentenalter sollte sich an der steigenden Lebenserwartung orientieren. Das steht im Grundsatzprogramm der AfD auch. Auch diese Zuschläge für Kindererziehungszeiten. Ich fand es rührend, wie meine Mutter mir vor einigen Monaten erzählte, dass sie für mich und meine Schwester immerhin durch diese Zuschläge 28 Euro im Monat als Rentnerin mehr bekommt. Im Grunde eher eine symbolische Anerkennung für die schwierigen Zeiten, gerade so nach dem Kriege. Aber auch das ist der AfD noch zu viel. Auch das lehnen sie ab. Sie sagen, man sollte lieber dafür sorgen, dass die deutschen Frauen wieder mehr Kinder bekommen und diese Frauen fördern, aber noch nicht diese alten Rentnerinnen, die dann dafür belohnt werden, dass sie vielleicht vor 60, 70 Jahren Kinder zur Welt gebracht haben. Im Grunde ist das auch ein Zynismus, der hinter derartigen Situationen steckt. Bis vor wenigen Wochen hat die AfD die Einführung von Mindestlöhnen abgelehnt. Und im Vorfeld ihres Parteitages, jetzt am 1. Mai, hat es ein Umschwenken gegeben. Das hat man von Seiten der AfD gleich ausgenutzt, indem den Kritikern, die das deutlich gemacht haben in der Öffentlichkeit, die AfD ist gegen Mindestlöhne,
war sie ja bis vor kurzem auch noch. Also die Leute, die das kritisiert haben, diese Position, indem man denen gesagt hat, ja, es sind hier die bösen Linken, die wollen uns diffamieren, das lassen wir nicht mit uns machen. Ich habe hier eine Stellungnahme vom Bayerischen Landesverband der AfD, wo also bös gehetzt wird gegen die Kritiker. Sie benutzen es gleichzeitig, und das ist im Grundsatzprogramm wieder enthalten, für eine rassistische Argumentation. Sie sagen nämlich, ja, wir brauchen jetzt den Mindestlohn für die deutschen abhängigen Beschäftigten, weil wir ja durch diese Flüchtlingsflut, die Gefahr besteht, dass die Löhne gesenkt werden, dass eine Lohndrückerei stattfindet. Und deswegen treten wir auch jetzt für den Mindestlohn ein. Das heißt, im Grunde eine rassistische Argumentation verbunden mit einer sozialen Demagogie. Wobei man natürlich sagen muss, der Mindestlohn ab 1. Januar 2017 ist ja gerade auf 8,84 Euro erhöht worden. Ich habe vor wenigen Tagen ein Interview mit Josef Tenhagen, dem Finanzexperten, gehört. Und der hat eine Zahl genannt, die mir selber auch nicht bekannt war. Wenn man sein Erwerbsleben lang nur den Mindestlohn bekommen würde, dann müsste man, da war ich erstaunt, 65 Jahre arbeiten, konkret zum Beispiel vom 17. Lebensjahr bis zum 82. Lebensjahr, um auf das Hartz-IV-Niveau in der Rente zu kommen. Also insofern ist es relativ billig, für einen Mindestlohn von 8,50 Euro bzw. 8,84 Euro einzutreten, weil das natürlich ein extremer Niedriglohn und Armutslohn ist und im Grunde auch im Sinne der genannten Arbeitgeber ist, solche Billiglöhne zu bezahlen. Christoph Butterwegge hat vor 3 Wochen in der Taz mal einen aufschlussreichen Artikel geschrieben über diese Mindestlohndebatte. Butterwegge hat unter der Überschrift Zeit für die 10 Folgendes vorweggenommen. Er hat dort die Information auch vermittelt, dass sogar nach Regierungsangaben ein Mindestlohn von 11,50 Euro nötig wären, um nach 45-jähriger Vollzeitbeschäftigung eine Rente oberhalb der Grundsicherung im Alltag zu bekommen. Also das müssen wir uns mal vor Augen halten. Sogar die Regierung sagt, eigentlich müssten es 11,50 Euro sein. Und nicht 8,84 Euro. Das lässt natürlich neuerdings die Zustimmung der AfD zu den viel zu geringen Mindestlöhnen natürlich schon mal im anderen Licht erscheinen. Butterwegge setzt 4 sozusagen Messlatten an den Mindestlohn an, an die Höhe des Mindestlohnes. Die erste Frage, reicht der Mindestlohn aus, um ohne den ergänzenden Bezug von ALG II, also Hartz IV, leben zu können? Da kommt er zu dem Ergebnis, der reicht nur aus ohne Kinder und mit preiswerter Wohnung. Ansonsten unterliegt man dem Armutsrisiko. Zweite Fragestellung, reicht er aus, um nicht arm bzw. armutsgefährdet zu sein? Nach der Definition, die wir haben, heißt das ja, dass man mindestens 50% bzw. 60% des mittleren Lohns erhalten muss, um nicht als arm oder armutsgefährdet zu gelten. Er sagt dort, der Mindestlohn in Deutschland, der deckt gerade 47,8% des mittleren Lohns ab. Das heißt, liegt deutlich unter den 60% des mittleren Lohns, die eigentlich nötig wären, um nicht dem Armutsrisiko zu unterliegen. Wir kennen das Stichwort Working Poor. Leute, die eine Vollarbeitsstelle haben und trotzdem in Armut leben. Das nimmt er unter Punkt 2 und 3. Und 4, reicht der Mindestlohn aus, um im Rentenalter ohne den ergänzenden Bezug staatlicher Grundsicherungsleistungen leben zu können? Da nennt er eben die Studie auch der Bundesregierung, dass es eigentlich 11,50 Euro sein müssten, um nicht in die Gefahr der Altersarmut zu kommen. Es ist übrigens so, dass zwischen 2004 und 2012 die Altersarmut um 30% in Deutschland angestiegen ist. Das auch nochmal so als Hinweis auf die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums in unserem Lande. Es ist ja vor kurzem auch eine Studie, da sind eigentlich 2 Studien durchgeführt worden zur Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums in diesem Lande. Und die seriösere Studie besagt, dass 10%, die oberen 10% dieser Gesellschaft, 3/4 des gesamten gesellschaftlichen Reichtums besitzen. Das konterkariert übrigens auch die Zahlen, die von Frau Nahles in die Öffentlichkeit gebracht worden sind, weil bei der Umfrage, die sie initiiert hat, alle die über
über 18.000 Euro im Monat verdienen, gar nicht berücksichtigt worden sind bei ihrer Umfrage. Und das verzerrt natürlich die Frage der Reichtumsverteilung enorm, zumal es ohnehin nicht ganz einfach ist, die Reichtumsverteilung wirklich endgültig seriös zu erforschen, weil es ja eben keine Vermögenssteuer gibt. Das heißt, die offiziellen Daten über die Reichtumsverteilung ohnehin sehr schwierig zu bekommen sind. Aber es gibt immerhin seriöse Schätzungen dazu. Kurz mal eine Zwischenzusammenfassung. Andreas Kemper, übrigens aus meiner Sicht einer der fundiertesten Kritiker der AfD. Und ich kann immer noch empfehlen, seine erste Veröffentlichung, Rechte Euro-Rebellion, Alternative für Deutschland und zivile Koalition, ein Buch, was sich auf die Gründungsphase und die Frühphase der AfD bezieht und die gesamten ideologischen Hintergründe, die zur Gründung der AfD geführt haben, sehr fundiert, sehr informativ zusammenfasst und auch zu demokratietheoretischen Konzepten in der AfD und so weiter sehr aufschlussreich Auskunft gibt. Die AfD ist keine nette Opa-Partei, sondern Ausdruck eines verrohten und privilegierten Bürgertums, welches um seine Privilegien bang und aus Deklassierungsängsten die Ellenbogen ausfährt. Ich finde das fantastisch auf den Punkt gebracht, was so der eigentliche Kern der Protagonisten der AfD und ihrer gesamten Politik darstellt, gerade im sozial- und wirtschaftspolitischen Bereich. Es hat Untersuchungen gegeben über die AfD-Wählerschaft. Man muss allerdings einschränkend sagen, das ist bei den Europawahlen im Juni 2014 gewesen. Da haben wir schon bestimmte Hinweise, wer also wesentlich zu dem Zeitpunkt die AfD gewählt hat. 40% mit dem Haushaltseinkommen von 3.000 Euro und mehr. Allerdings hat es dort einen Wandel gegeben. Wir stellen fest, dass es der AfD durch ihre provokanten, medial durchaus geschickt in Szene gesetzten Parolen gelingt, zunehmend mehr in der Arbeiterschaft und bei den Nichtwählerinnen und Nichtwählern Stimmen einzuheimsen. Es ist unter anderem so gewesen, dass in Sachsen-Anhalt, wo ja die AfD ohnehin mit 25% Spitzenergebnis eingefahren hat, unter der Arbeiterschaft 38% die AfD gewählt haben. Wir sehen diesen Prozess auch in anderen europäischen Ländern. Also wenn man sich in Wien die Arbeitersiedlung anguckt, die traditionell linksorientierten Arbeiterbezirke, dort haben bei der Wahl zum Bundespräsidenten 86% der Arbeiterbevölkerung den FPÖ-Kandidaten gewählt. Oder wir sehen das in Frankreich bei der Front National, gerade in den abgehängten Industrieregionen. Dort gibt es überdurchschnittlich gute Ergebnisse für den Front National. In Bremen, wo ich in der Region wohne, gerade in den Armutsvierteln, die Ergebnisse der AfD überdurchschnittlich. Bis in Bremen 10%, insgesamt haben sie etwa 6% in Bremen bekommen. Das heißt, es gelingt ihnen, mit demagogischen, rassistischen Parolen zunehmend mehr Interesse oder Zustimmung zu erreichen bei den Menschen, die sich zu Recht benachteiligt fühlen, die merken, wie sie abgehängt sind in dieser Gesellschaft und vermutlich keine Chancen mehr haben, aus ihrem Elend herauszukommen. Das heißt, diese Zahlen sind eine Momentaufnahme. Natürlich gibt es einen Kern einer egoistischen, rücksichtslosen Mittelschicht, die ihre Ellenbogen ausfährt, aufgrund von Abstiegsängsten. Wir haben übrigens hier bei diesem Wählerpotenzial durchaus eine Parallele auch zu den Wahlergebnissen der NSDAP Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Es sind überdurchschnittlich viele Menschen aus der damals eher alten Mittelschicht, aber auch aus der Angestelltenschicht gewesen, die NSDAP gewählt haben. Keineswegs in erster Linie die Arbeiterschaft. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Mittelschicht sich ja in der Zwischenposition befindet gesellschaftlich und befand, aber auch aktuell. Gerade die obere Mittelschicht träumt davon, aufzusteigen in die höheren Ränge der Gesellschaft. Sie merken wohl, dass es nicht klappen kann. In dieser Schicht ist relativ ausgeprägt das Empfinden, dass sie im Grunde benachteiligt werden gegenüber ihren eigentlichen Fähigkeiten und gegenüber dem sozialen Status, der ihnen eigentlich zusteht.
weil eben die Politik versagt oder weil sie zu viel Steuern zahlen müssen für die Armen. Insbesondere in der unteren Mittelschicht, da ist die Angst natürlich vorhanden abzusinken. In, wie hieß diese kuriose Wortschöpfung? Da gab es doch vor einigen Jahren mal diesen Eiertanz in der Politik, man wollte nicht Unterschicht sagen. Das abgehängte Prekariat, also diese soziologische Wortschöpfung, die man auch zum Unwort des Jahres wahrscheinlich hätte wählen können, die Angst, sozial abzusteigen, den kleinen Reichtum, den man sich erwirtschaftet hat und gegönnt hat, den möglicherweise zu verlieren. Diese Ängste, die führen natürlich dann auch dazu, eine Partei, die verspricht, für ihre Interessen einzustehen und gegen soziale Minderheiten massiv vorzugehen, nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern gegen Sinti und Roma und Homosexuelle und Punks und die Linken sowieso, also mit denen aufzuräumen. Übrigens aufzuräumen, der Markus Frohmeier, der Chef der Jungen Alternative, der AfD-Jugendorganisation, der hat wörtlich gesagt, wenn wir an die Macht kommen, dann wird erstmal aufgeräumt. Und man kann sich vorstellen, was möglicherweise damit gemeint ist. Vielleicht der obere Absatz nochmal eben von Andreas Zick, der ja mit Heidmeier diese Studien gemacht hat zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Insbesondere Sympathisanten und Sympathisanten der AfD zeigen auffällig hohe Zustimmung zu diesem marktförmigen Extremismus und fühlen sich gleichzeitig stärker bedroht als der Bevölkerungsdurchschnitt. Also das fasst das eigentlich nochmal zusammen, dieser marktförmige Extremismus und dieses Bedrohungspotenzial. Marktförmiger Extremismus, dass sie meinen, der Staat, der würde eigentlich noch viel zu viele Schutzmechanismen für die Armen, für die Kranken, für die nicht leistungsfähigen vorrätig halten, sondern müsste das radikal abbauen und den Leistungsträgern in der Gesellschaft eigentlich noch mehr unter die Arme greifen und ihnen das zukommen lassen, was ihnen angeblich zusteht. Und auf diese Frage noch kurz erwähnen, es gibt eine Strömung in der AfD, die sogenannte libertäre Alternative, die haben ein 20-Punkte-Programm formuliert vor einigen Monaten, übrigens der Markus Pretzel, der ja AfD-Vorsitzender Nordrhein-Westfalen ist und Lebensgefährte von Frauke Petri. Weiß nicht, ob ich den Seitenhieb auch noch eben machen soll, mache ich mal eben. Die AfD tritt ja ein im Grunde für die Heiligkeit der Familie. Familie, Mann und Frau und Kinder steht absolut an erster Stelle und der Schutz der Familie. Nun ist es natürlich etwas merkwürdig, dass Frau Petri, die mit dem Pastor verheiratet ist, 4 Kinder hat, ihren Mann verlassen hat, um sich mit Markus Pretzel in der Beziehung zusammenzutun, der auch mehrere Kinder hat. Also da scheint so der Schutz der Familie nicht unbedingt im Vordergrund zu stehen. Ich will das nicht moralisch verurteilen, um Gottes Willen. Jeder soll auch in seinen Beziehungen glücklich werden. Aber zwischen, ja, gut, aber ich habe es trotzdem genannt, weil ich nämlich genau diese Verlogenheit, einerseits die Familie an die erste Stelle zu stellen und zum anderen öffentlich genau zu präsentieren, die Familie, die Kinder sind mir im Grunde egal. Und ich werde noch ein anderes Beispiel nennen, und zwar die Alice Seidel, Chefin der Programmkommission der AfD. Die AfD ja bekanntlich gleichgeschlechtliche Beziehungen benachteiligen möchte. Und diese Frau, was sie gern machen soll, was mich moralisch überhaupt nicht stört, lebt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mit dem Kind zusammen. Und angesprochen darauf, bei der Talkshow bei Markus Lanz, sagte sie, Politik und Privates haben nichts miteinander zu tun. Ich denke, sowas muss man hier äußern können und ich finde das auch nicht diffamierend, sondern das zeigt eigentlich die Doppelzüngigkeit, die in diesen Kreisen zum Besten gegeben wird. So. Zur Strategie der AfD. Man muss sich fragen, wenn sie eine Programmatik im steuerpolitischen und sozialpolitischen vertreten, die Interessen der reichen 10% der Gesellschaft oder von mir aus auch der reichen 20% in dieser Gesellschaft als Ziel haben, wie kann man dann erklären, dass sie derartige Wahlerfolge einfahren, insbesondere zunehmend mehr auch bei den sozial Abgehängten in dieser Gesellschaft? Da hat Alexander Gauland in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 24. Januar 2014, finde ich, eine sehr entlarvende Stellungnahme abgegeben. Da sagt er nämlich, man müsse populistisch dem Volk aufs Maul schauen und politikförmig formulieren, was in Wohnzimmern und an Stammtischen gedacht und beklagt wird. Nochmal, er sagt dort offen, man muss
im Grunde Stammtischparolen, Stammtischansichten, die muss man zum Inhalt der Politik machen. Sie entsprechend politikfähig verpacken und damit versuchen, Wählerstimmen einzufahren. Denn die AfD wird mit ihren wirtschafts- und steuer- und sozialpolitischen Zielen ja nur Erfolge erzielen können und sich möglicherweise durchsetzen können, wenn sie eine entsprechende Menge an Wählerstimmen bekommen. Sonst kann ja jeder eine Partei aufmachen und irgendwas propagieren, das wird keinen Einfluss haben. Und sie haben natürlich erkannt, wenn sie mit ihrer Steuerpolitik und so weiter, wenn sie damit in die Öffentlichkeit kommen, dann sagen viele, das ist ja die FDP hoch 3, die wollen wir ja gar nicht. Partei der Besserverdienenden, brauchen wir nicht, haben wir schon zu viel. Also geht man den Umweg mit Parolen, die vielfach in Richtung Hasspredigten gehen. Und ich werde ein paar Beispiele hier gleich nennen, Stimmung zu machen und darüber Wählerstimmen einzufahren und zu versuchen, die herrschende Politik unter Druck zu setzen. Man kann ja nicht bestreiten, dass bestimmte Tendenzen nach den AfD-Wahlerfolgen der letzten Monaten sich durchaus in der herrschenden Politik niedergeschlagen haben, zumindest die Debatte, ob man nicht diesen rechtspopulistischen Forderungen in der herrschenden Politik mehr entgegenkommen müsste. Also unter anderem Seehofer, Flüchtlingspolitiker, man könnte da auch viele andere Beispiele nennen. Begonnen hat die AfD ja mit der Kampagne gegen den Euro. Und ich habe hier aus ihrem Bundestagswahlprogramm von 2013 abgedruckt, Deutschland braucht den Euro nicht, wir fordern die Wiedereinführung nationaler Währung, die Wiedereinführung der D-Mark darf kein Tabu sein. Das war sozusagen der erste Knaller, mit dem sie Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzeugt haben. Als dann diese Euro-Debatte so abflachte, da gab es dann eine bemerkenswerte Stellungnahme von einem der Chefstrategen, der dann sagte, wir wollten aus dem Euro eigentlich auch damals nie raus. Es war die sehr plakative Forderung, als Mogelpackung sehe ich das nicht, dann hätten wir ja gelogen. Also was denn nun? Ich habe hier eine Formulierung aus dem Flyer, der im Bereich Nienburg-Schaumburg unter dem Label Herbstoffensive verteilt wurde. Entweder steigen instabile Krisenländer endlich aus dem Euro aus oder Deutschland verabschiedet sich vom Euro und kehrt zur soliden D-Mark zurück. Frau Petri hat kürzlich am 2. Juni beim Wahlkampfauftakt zu den Kommunalwahlen in Niedersachsen auf einer Veranstaltung in Ritterhude knallhart gesagt, wenn wir politisch an die Macht kommen, werden wir sofort aus dem Euro aussteigen. So. Und ich denke, diese Linie ist nach wie vor das Glaubensbekenntnis, was von der AfD vertreten wird und was auch nach außen vertreten wird. Nur stellen wir uns doch mal vor, die Bundesrepublik würde aus dem Euro aussteigen. Dann hätten wir wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis wie im Moment die Brexit-Befürworter in England, die vor einer Situation stehen, dass sie diesen Brexit umsetzen müssen. Ja, vielleicht selber unangenehm berührt sind davon, dass das jetzt in praktische Politik umgesetzt werden muss mit allen negativen Konsequenzen. Beim Euro wäre das für Deutschland wirtschaftlich absolut der Amok. Es ist ja bekannt, dass Deutschland eine Exportnation ist. Viele waren stolz darauf, dass lange Zeit Deutschland die Exportnation Nummer 1 war. Das war so fast sowas wie Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft. Alle waren stolz, ohne dass sie aber im Grunde genau die Hintergründe analysiert haben und die Konsequenzen. Mittlerweile ist die Bundesrepublik von China überholt worden, ist nur noch Platz 2. Dafür ist man aktuell beim Waffenexport aber von Platz 5 auf Platz 3 wieder aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob das aufwiegt, wahrscheinlich nicht. Das ist etwas zynisch von mir. Nein, es ist so, dass der Heiner Flassbeck, der lange Zeit der Chefökonom der UNCTAD war, also der Internationalen Handelsorganisation, der hat mal erforscht und ausgerechnet, was denn das konkret bedeuten würde, wenn eine Exportnation wie Deutschland aus dem Euro aussteigen würde und zurück zur D-Mark kommen würde. Das heißt, die D-Mark wäre ja frei kompatibel, also in dem Austauschprozess zu dann dem geschwächten Euro. Oder vielleicht löst sich der Euro-Raum ganz auf und es gibt wieder nationale Währungen. Und Flassbeck hat ausgerechnet, dass die deutschen Waren auf dem Weltmarkt nach diesem Umtauschverhältnis, nach diesem neuen, bis zu 40% teurer wären. Und die Konsequenzen kann sich, glaube ich, jeder ausdenken. Wenn plötzlich die deutschen Exportwaren auf dem Weltmarkt 40% teurer würden, dann würde es einen massivsten Einbruch der deutschen Industrie geben. Es würde Millionen Arbeitslose geben. Deutschland wäre nicht mehr die Exportnation.
Also im Grunde ein absoluter Irrsinn, der, wenn man an die praktischen Konsequenzen denkt, und mich wundert immer, dass ja eine ganze Menge Ökonomieprofessoren in der AfD, gut, Lucke ist raus und einige andere auch, aber der Jörg Meuthen aus Baden-Württemberg und so ist ja auch Ökonom, dass von solchen Leuten ernsthaft derartige Forderungen getragen werden oder zumindest sie diese Forderungen tolerieren. Da weiß man ja auch nicht immer so genau, wie dieser Ökonomieflügel in der AfD, wie er sich taktisch verhält. Auf der anderen Seite muss man ja sehen, in der Riege der Ökonomieprofessoren, die beschwören ja immer noch den Neoliberalismus, das heißt eine liberale Marktwirtschaft, also eigentlich ein Konkurrenzkapitalismus, der ja immer deutlicher seine Fratze zeigt weltweit. Also auch eine politische Theorie, die eigentlich überhaupt nicht mehr den Notwendigkeiten entspricht, einer gerechten Weltordnung und gerechten Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Das hat übrigens diese Forderung Rückkehr zu D-Mark, das hat ganz kuriose Auswirkungen gehabt innerhalb der AfD. Man hat nämlich einen AfD-Shop eröffnet und da konnte man also in Gold die gute alte deutsche D-Mark erwerben und man ist auch dazu übergegangen, Goldbarren zu verkaufen, weil die eben angeblich sicherer sind als der Euro. Man hat also damit doch durchaus ein ganz gutes Geschäft gemacht, aber man hat es bei diesem AfD-Shop nicht dabei belassen, Goldmünzen und Gold zu verkaufen, sondern man hat auch, weil man ja den Klimawandel bestreitet, auch die alten Glühbirnen verkauft. Also man darf ja eigentlich nur noch diese Energiesparlampen oder LED-Leuchten und so kaufen, aber als Protestaktion hat die AfD eben diese alten Glühbirnen verkauft oder man konnte die beziehen. Das ist jetzt wirklich kein Witz, so verrückt wie es sich anhört. Man hat überlegt in der Vorstandsetage der AfD, ob man auch Viagra verkauft, um damit auch noch gut Geld zu machen. Der Christian Lüth, der Pressesprecher damals und auch heute noch Pressesprecher, der sagte dann aber gegenüber dem Spiegel, das wäre vielleicht auch ein bisschen krass gewesen, wenn man jetzt auch noch in den Viagra-Handel einsteigen würde. Aber diese Aktionen haben einen bestimmten Hintergrund. Und zwar, die Parteienfinanzierung in Deutschland sieht ja vor, das ist auch bekannt, dass man pro Wählerinnen und Wählerstimme einen bestimmten Betrag bekommt, der ist sicher. Aber um in den vollen Genuss der Wahlkampfkostenerstattung zu kommen, muss man eine eigene Geschäftstätigkeit auch noch nachweisen. Das kann T-Shirts sein, I love AfD und irgendwelche Becher oder so. Es können aber auch eben andere Dinge sein. Das hat sich die AfD zunutze gemacht. Damals ging es darum, kriegen sie 3 Millionen oder 5 Millionen Euro als Wahlkampfkostenerstattung. Durch diese Shop-Geschichten sind sie dann in den Genuss der gesamten Wahlkampfkostenerstattung gekommen. Das hat man jetzt geändert, weil nach der alten Regelung ging es um den Umsatz, den die Parteien erwirtschafteten mit ihrer Geschäftstätigkeit. Und rückwirkend ab 1. Januar 2016 wird es danach berechnet, welchen Gewinn man macht durch die Geschäftstätigkeit. Und da kann man also nicht so leicht mehr mit Goldmünzen und Viagra und so weiter über den Umsatz versuchen, dann an diese staatlichen Gelder ranzukommen. Ich fand das insofern kurios, als die AfD ja den herrschenden Parteien immer vorwirft, die würden im Selbstbedienungsladen der Demokratie alles Mögliche ausnutzen. Aber dieser Trick mit diesem AfD-Shop lief natürlich genau darauf hinaus, um möglichst an die Gelder heranzukommen und diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Ich habe schon kurz die libertäre Alternative und Markus Pretzel sehen wir hier links auf dem Plakat. Die libertäre Alternative hat in ihrem Programm folgende Formulierung: Auf lange Sicht streben wir den Minimalstaat an. Das heißt nicht nur radikale Steuersenkungen, sondern sie haben auch enthalten die Abschaffung des staatlichen Rentensystems, die Privatisierung von ALG 1, das heißt, sie sagen, jeder soll privat vorsorgen für den Fall der Arbeitslosigkeit. Sie haben als 20. Punkt das Recht, dass jeder über 18 Jahren in Deutschland Waffen kaufen darf. Also eine massive Ausweitung des Waffengesetzes. Und da gibt es ja durchaus bestimmten Zusammenhang. Wir wissen aus den aus meiner Sicht wirklich tollen Forschungen von Wilkinson und Pickett, ein amerikanischer Forscher, eine englische Forscherin, die zusammengerechnet eine Forschungstätigkeit von 50 Jahren in diesem Buch vereinigt haben und die nachgewiesen haben, je ungleicher eine Gesellschaft sich positioniert, umso stärker gibt es eine Zunahme von Drogenmissbrauch, von Kriminalität, von Schwangerschaften, von Minderjährigen,
Minderjährigen, von Depressionen und so weiter. Je gleicher eine Gesellschaft ist, also in Bezug auf den gesellschaftlichen Reichtum, und da werden in ihren Statistiken und Beispielen immer noch die skandinavischen Länder genannt, insbesondere Schweden, wo ja jahrzehntelang diese Orientierung vorherrschte, dass ein Fabrikdirektor oder ein Manager höchstens 5-mal so viel verdienen darf wie ein normaler Angestellter, oder wo man massive Förderungsprogramme für die Armen, für die Geringqualifizierten aufgelegt hat. Dieser Begriff Volksheim Schweden, also niemand soll verloren gehen, alle sollen sich zu Hause fühlen, alle sollen sich wohlfühlen, und das schafft man nur durch sehr hohe Steuern für die sehr Gutverdienenden und für eine massive soziale Förderung, auch im Bildungswesen. Es ist vielleicht noch in Erinnerung, dass bei den ersten PISA-Studien Finnland absolut an der Spitze war der schulischen Leistungsfähigkeit, wobei viele wundert, dass man in Finnland bis zur 8. Klasse noch nicht mal Zensuren hatte, trotzdem 80% der Schülerinnen und Schüler die Hochschulreife erreicht haben. Ein voll integriertes Schulsystem, Schule für alle. Übrigens, es dürfte nicht verwundern, dass die AfD natürlich eintritt für das dreigliedrige Schulsystem, Inklusion ablehnt, integrierte Gesamtschulen ablehnt, also hier im Grundsatzprogramm, was vor kurzem beschlossen worden ist, weil natürlich es längst erwiesen ist, und ich selbst habe 35 Jahre in der Schule unterrichtet, dass eine massive soziale Selektion in unserem Schulsystem stattfindet. Allein der Wahnsinn, dass Kinder mit 10 Jahren schon sortiert werden auf die drei Schulzweige und ihre Lebenschancen im Grunde damit schon vorgeprägt werden. In den skandinavischen Ländern gab es sowas nie. Da gab es integrierte Systeme mit den entsprechenden schulischen Erfolgen. Nochmal zurückkommend auf dieses Buch von Wilkinson und Pickett, und damit möchte ich langsam auch zum Ende kommen. Wenn wir über Strategien nachdenken, Strategien diskutieren, nicht nur im Kampf gegen die AfD, sondern im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die soziale Frage und die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, die steht absolut im Mittelpunkt, und alles andere ergibt sich daraus, dass viele Menschen gar nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie sagen, was bringt uns das? Wir sehen uns in unserem materiellen Elend. Dass viele arme Menschen sich betrogen fühlen von der herrschenden Politik. Alles das hängt mit den sozialen Problemen und mit der sozialen Frage auseinander. Und das ist der Hebel, um gegen Rechtspopulisten, um auch gegen Nazis. Die AfD ist keine Nazi-Partei, das ist Quatsch, das sind keine Faschisten. Es gibt in der AfD drei Flügel. Es gibt diesen sogenannten marktförmigen Extremismus. Es gibt den säkularen, christlich-fundamentalistischen Flügel, Frau von Storch, über den auch viel zu wenig eigentlich bekannt ist. Und es gibt diesen Flügel der sogenannten neuen Rechten oder der Neofaschisten, also Höcke kann man jetzt beispielhaft nennen. Also diese drei Strömungen gibt es in der AfD, und es wäre falsch, und ich sehe das gerade so gelegentlich bei jugendlichen Antifaschisten, die dann sagen, ja, das sind Nazis, das sind Faschisten. Das darf man nicht machen. Man muss konkreter analysieren und differenzierter daran gehen in der Kritik, in der Verurteilung dieser Politik und nicht mit solchen pauschalen, plakativen Begriffen. Ich fühle mich fast wie auf dem Bücherbasar hier, aber ich kann dieses Buch, das heißt auf Deutsch Gleichheit, warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind, kann ich nur empfehlen, dass weshalb wir für soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft eintreten müssen, um dann politische Probleme auch, die immer stärker werden, bewältigen zu können. Die Folgen sehen wir. Angriffe auf Asylheime, Brandanschläge, Gewalttätigkeit, und das sind Zahlen in den ersten beiden Monaten des Jahres 2016. Abschließend ein Zitat von Armin Paul Hampel. Armin Paul Hampel ist der Landesvorsitzende der AfD. Er wird in bestimmten Kreisen auch schon als möglicher Nachfolger, als Bundesvorsitzender gehandelt, weiß man nicht. Er hat im Weserkurier am 25. Februar 2016 Folgenden gesagt, bezogen auf die Brandanschläge in Deutschland, dass ein Gutteil dieser angeblichen Brandanschläge selbst verursacht worden sei. Mal ehrlich, viele von ihnen dürften es gewohnt sein, in ihren Heimatländern Feuer zu machen. Das sind Hasspredigten. Angesichts dieses Terrors
gegen Asylunterkünfte, gegenüber Menschen, die vor Krieg und Gewalt geflohen sind, zu behaupten, die Brandanschläge werden von den Flüchtlingen in erster Linie selbst verursacht. Das ist Volksverhetzung in Reinkultur. Ich möchte noch zwei andere Beispiele nennen, wie auch die Öffentlichkeit belogen und betrogen wird. Die Münchner Abendzeitung hat einen Artikel veröffentlicht über einen Brandanschlag in München. Die Überschrift lautete: Jugendliche wollten Flüchtlingsheim in Brand stecken. Was macht die AfD, die diesen Artikel abdruckt? Nur mit einem Unterschied, dass sie nämlich die Überschrift ändert. Und zwar lautet die Überschrift: Polizei erwischt Linksextreme bei Brandstiftung im Asylbewerberheim. Die Zeitung hat natürlich massiv dagegen protestiert, gegen diese Fälschung, wegen dieser manipulierten Überschrift. Aber das ist auch ein Beispiel, wie man versucht, Politik zu machen. Und ganz zum Abschluss hier noch aus der Region: Der AfD-Vorsitzende aus Verden, Osterholz, der in einem Fernsehbeitrag behauptet hat, im Weser-Ems-Bereich wäre ein 12-jähriges deutsches Mädchen von Asylbewerbern vergewaltigt worden. Daraufhin haben die Reporter nachgefragt, er sollte doch mal das nachweisen und Details nennen. Und es stellte sich heraus, es war gelogen. Er hatte eine Behauptung aufgestellt, die überhaupt nicht stimmte, die er aber hinausposaunt in die Medien, um dann entsprechend Stimmung zu machen. Ich möchte schließen mit einem Zitat. Thomas Mann hat in seinen Tagebüchern, die er geschrieben hat, Tagebücher 1933, 34, Folgendes gesagt: Am schmerzlichsten ist das erbärmliche Niveau. Diese Mischung von Mangel an Kultur, Wahnvorstellung und Gemeinheit. Das hat er damals gesagt, bezogen auf die Nazis. Ich habe gesagt, die AfD ist keine faschistische Partei, aber diese Elemente, die er hier nennt, nämlich diese wirklich Niedertracht hinter der Maske der Gutbürgerlichkeit, diese Parole Mut zur Wahrheit, die beschreibt Thomas Mann, finde ich ganz gut, mit diesem Zitat: Diese Mischung von Mangel an Kultur, Wahnvorstellung und Gemeinheit. So, ich danke für die Aufmerksamkeit. Nachzutragen ist noch, dass es vor der Veranstaltung ein Gespräch mit dem Polizeichef gab, um ungewollte Gäste fernzuhalten. Entgegen der Erwartung fuhr die Polizei am Veranstaltungsabend, dem 29.06.2016, dort nicht einmal Streife. Andererseits ist es aber schön, dass erstmals seit vielen Jahren auch der polizeiliche Staatsschutz fernblieb.